Also bitte legt euch auf den Rücken und gebt euch erstmal einen Moment Zeit, um für dich bequem anzukommen und dich gut spüren zu können. Nehme dabei deinen Kontakt mit dem Fußboden an deiner Rückseite wahr. Besonders in dem ganzen Rückenbereich kannst du auch für dich vielleicht feststellen, wie gleichmäßig ist das oder wie ungleichmäßig ist das. Sind das mehr Flächen oder mehr punktuelle Stellen, die du merkst? Und wie vollständig kann dieses Bild von deinem Rücken sein, wenn du Rücken hörst? Vermutlich denkst du erst zu einer bestimmten Stelle hin oder Gegend, die dir besonders präsent ist. Aber weite deine Aufmerksamkeit aus und schau, ob du die ganze Fläche von den oberen Schulterrand über die Rückseite von deiner Schulterblätter und Brustkorb, deine Rippen, durch die Taillenbereiche hindurch und bis zu deinem Becken nachfühlen kannst. Und wenn du diese ganze Fläche von deinem Rücken dreidimensional denkst, so dass du deinen ganzen Rumpf in ihre Breite und Tiefe wahrnimmst, wie viel von diesem dreidimensionalen Rumpf empfindest du auch als Raum für deine Atmung? Kannst du Bewegung oder eine Änderung von dem Raumgefühl im Unterleib, im mittleren Bereich, im Brustkorbbereich oder oben Richtung Schulterdach fühlen? Und dann bitte denk dir deine Wirbelsäule, die durch deinen Rumpf hindurch, durch diesen dreidimensionalen Raum hindurch deinen Kopf und dein Becken miteinander verbindet. Und schau, ob du hier auch ein inneres Bild machen kannst oder ein Gefühl dafür entwickeln kannst, für die Form deiner Wirbelsäule, ihre Kurven, ihren Umfang. Und vielleicht auch in Zusammenhang mit deiner Atmung Bewegung. Nun rolle deinen Kopf ein wenig über den Fußboden nach rechts und links. Und schau, während du deinen Kopf rollst, inwiefern kannst du dieses Bild von deiner Wirbelsäule, von deinem Rückenkontakt, von deinem Atemraum im Rumpf beibehalten und für dich vielleicht eine Beziehung herstellen zwischen dieser Rollbewegung deines Kopfes und diese Empfindungen für deinen ganzen zentralen Bereich. Und dann denk dir natürlich die Länge deiner Arme, die Länge deiner Beine dazu. Schön. Und dann nimm dieses Gefühl für dich selbst und nimm es mit und roll dich über eine Seite, komm zum Sitzen. Und setz dich heute in sowas Schneidersitz-ähnliches, gekreuzte Beine, aber so, wie es für dich bequem sein kann.
Eventuell müssen einige von euch irgendwie eine andere Lösung suchen. Aber theoretisch so gekreuzte Beine. Genau, und dann stütz dich auf die Hände bitte hinter dir irgendwo. Genau, lehne dich ein bisschen nach hinten, sodass du tatsächlich Gewicht auf den Händen auch hast. Falls du auf etwas sitzt, ich sehe, einige haben sich geholfen mit etwas unter dem Popo. Es wäre theoretisch gut, wenn du auch für deine Hände den Boden erhöhen könntest, sodass die Hände praktisch auf der gleichen Ebene sind wie dein Popo. Vielleicht kannst du da eine Lösung basteln. Und dann beginne von hier aus, deinen Kopf etwas zu senken. Und dann richte deinen Kopf nur bis zu deiner Ausgangsposition wieder auf. Mach das für dich sehr angenehm. Aha. Es kann zunächst etwas kleiner anfangen, aber such den Weg, wie du so für dich eine schöne Bahn finden kannst, wie dein Kopf sinken könnte und sich wieder aufrichten kann. Und schau, ob du das so gestalten kannst, dass du tatsächlich mit das Gewicht auf deine Hände hinten gestützt bleibst, du also nicht vornüber kippst, sondern eher auf diese Weise deinen Kopf senkst, dass du dir erlaubst, deinen Rücken rückwärts zu runden. Und auch dein Becken erlaubst, sich etwas rückwärts noch weiter hinter die Sitzbeinhöcker zu kommen. Beobachte, was du dafür mit deinem Bauch tust, um dir zu helfen. Ob du die Bauchmuskeln bewusst nutzen kannst, um dich vorne ein bisschen runder zu machen und deinen unteren Rücken rückwärts auszurunden. Bemerke, wenn du deinen Kopf senkst, atmest du dann ein oder aus? Beziehungsweise in welche Phase von dieser Bewegung, den Kopf senken und wieder heben, nutzt du die Ausatmung als Hilfe? Nutzt du es als Hilfe, um dich zu runden oder als Hilfe, um dich aufzurichten? Genau, entlaste die Hände für einen Moment, bring die gerne im Schoß und wie ihr wisst, da müsst ihr natürlich nicht drauf warten, ihr könnt jederzeit kurze Pausen einbauen. Vielleicht mögt ihr die Beine tauschen, sodass das andere Bein vorne ist und dann stützt euch wieder auf die Hände hinter euch, senkt den Kopf einige Male und schau, ob es sich anders anfühlt, wenn die Beine so herumgekreuzt sind. Genau. Und forciert es nicht, aber schau, ob du dieses Bild von deinem dreidimensionalen Rumpf und von die Kurven deiner Wirbelsäule, die wir so ein bisschen im Liegen angesprochen haben, ob du das hier in deine Bewegung mit reinbringen kannst. So ein Gefühl für dich als Ganzes, wie du dich bewegst, entwickeln kannst. Genau. Und wenn du zurückkommst, komm nur bis zu dem Punkt zurück, wo du dich wieder aufgerichtet hast und mehr oder weniger neutral gerade ausschaust. Schön. Okay, bitte tausch die Beine noch einmal. Und senke deinen Kopf. Und richte dich auf. Und das nächste Mal, wenn du deinen Kopf senkst, bleibe irgendwo mit deinem Kinn nahe der Brust oder nahe die Kehle und schau, ob du so mit dem hängenden Kopf dich noch ein bisschen weicher machen kannst. Vielleicht willst du die Handposition ein bisschen justieren, der Ort, wo deine Hände sind oder die Ausrichtung deiner Hände, so dass du das Gefühl hast, ich könnte vielleicht noch ein bisschen mehr in mich zusammensinken, mich ein bisschen runder, ein bisschen weicher. Und kannst du tatsächlich einen Kontakt finden irgendwo zwischen dein Kinn und deine Brust oder deine Kehle? Du musst es nicht erzwingen, aber
Vielleicht kannst du dich so in den Schultern reinhängen lassen und so deinen Schlüsselbeinknochen und deinen Rücken organisieren, dass du einen Kontakt finden kannst oder zumindest denken kannst. Und dann beginne von hier aus, deinen Kopf nach rechts zu rollen, so als wollte dein rechtes Ohr auf die rechte Schulter kommen. Und dann lässt es wieder nach vorne zurückkommen und runterhängen. Und die Idee wäre, dass dein Kopf die ganze Zeit dieses hängende Gefühl hat. Einmal hin, einmal zurück. Und wie musst du dich als Ganzes bewegen, sodass du mit deinem rechten Ohr Richtung rechten Schulter kommen kannst? Okay, macht erstmal eine kleine Pause wieder, die Hände im Schoß. Und dann probier genau das Gleiche nochmal. Stütz dich auf die Hände, finde einen noch besseren Platz, erlaube dich rund zu werden. Hänge dein Kinn Richtung Brust und dann, während du deinen Kopf so ein bisschen nach rechts rüberrollst, schau, ob du das so gestalten kannst, dass dein Kinn bleibt in die Mitte. Mehr oder weniger. Ja? Es ist nicht dein Kinn, der einen Bogen nach rechts macht, es ist eher deine Schädeldecke. Und du könntest dir vorstellen, die möchte immer so tief wie möglich hängen und dann wie eine schwere Pendel darüber rollen. Du könntest auch die Idee haben, dass dein Kopf Kontakt sucht mit deinem Schlüsselbein, mit deiner Schulter. Du musst aber sicherlich weit mehr als nur deinen Kopf bewegen. Und beginne zu beobachten, wie du dein Gewicht verlagern kannst, wie du deinen Schultergürtel verändern kannst. Vielleicht die eine Hand ein bisschen mehr in den Boden drücken, sodass du dich dahin schieben kannst. Wie muss die Wirbelsäule sich bewegen? Ja, wenn dein Kopf nach rechts kommt, was geschieht insbesondere mit diesem Stück Wirbelsäule zwischen deine Schulterblätter? Bewegt sich dieses Stück von deiner Wirbelsäule mit nach rechts oder eher nach links? Und spiel ein bisschen damit und schau, oh, kann es sich nach rechts bewegen? Kann es sich nach links bewegen? Was müsste ich an die Gesamtgestaltung der Bewegung verändern, wenn das irgendwie so auskommen soll oder so? Ja, das hat sicherlich damit zu tun, wo du sitzt und ob du mehr Gewicht auf die eine Pobacke oder auf die andere bringst. Großartig. Bitte leg dich für einen Moment auf den Rücken und mach eine Pause. Und dann roll dich über die Seite, komm bitte noch einmal hoch. Und vielleicht magst du die Beine nochmal tauschen, sodass du vermutlich eher die ungewöhntere Art und Weise für dich da im Schneidersitz haben wirst. Stütz dich auf die Hände, runde dich, lass deinen Kopf nach unten sinken und dann schau, ob du dir einen Weg nach links bahnen kannst, sodass du deinen Kopf Richtung linke Schulter hochrollst.
Die Nase wird immer nach vorne schauen. Aha. Und das Kinn bleibt mehr oder weniger in die Mitte. Und es ist deine Schädeldecke, die versucht, da so einen Bogen über vorne in so eine Kurve zur Seite hochzufinden. Ja, genau. Und du kannst beginnen zu schauen, ob du dein linkes Ohr oder vielleicht ist es die Wange, vielleicht sind es die Kopfknochen, ob du die ein bisschen mehr seitlich auf deine Schulter drauf bekommen kannst, ohne es zu erzwingen. Mhm. So dass du im Grunde von diesem hängenden Kopf, die du vorne in der Mitte hast, richtest du dein Gesicht auf und dein Kopf wäre zur Seite geneigt, wenn es auf die Schulter landet. Genau. Verbinde diese linke Seite mit den rechten, so dass du einen ganzen Halbkreis wie so ein langsamer Pendel von einer Seite auf dem anderen erzeugen kannst. Aber schau mehr und mehr, ob du rausfinden kannst, was ist notwendig dafür. Was ist wirklich notwendig als Voraussetzung dafür, für Bewegung in deinen Schultergürtel, dein Brustkorb? Was musst du mit deinem Becken und deiner Gewichtsverlagerung machen? Also mehr und mehr finde heraus, wie musst du dich bewegen, sodass dein Kopf dieser pendelartige Halbkreis erzeugen kann. Genau. Und vielleicht kannst du all das, was du fühlst, wie du dein Gewicht verlagerst, wie du dich biegst, wie du dich rundest und etwas mehr streckst, könntest du das etwas mehr übertreiben. Etwas mehr zulassen. Ja, wunderbar. Und dann beginne dir den Weg zu erarbeiten, wenn du zu die eine Schulter kommst, könntest du beginnen zu schauen, kannst du ein klein wenig weiter über diese Hügel so rübergehen, als wollte dein Kopf vielleicht zunächst nur einen Zentimeter hinter die Schulter kommen. Und dann komm wieder zurück, jedes Mal in diesen pendelnden Bogen über vorne. Und auf der anderen Seite kannst du dann auch schauen, kommst du ein wenig weiter nach hinten über diese Schulter? Ja, nicht das Kinn dreht sich zur Schulter, das Kinn bleibt eigentlich immer noch in der Mitte, sozusagen nach vorne zeigend. Nicht deine Nase dreht sich nach rechts und links, sondern dein hängenden Kopf rollt sich über die Schulter hoch. Da kommt erst dein Ohr auf die Schulter und dann vielleicht die Kopfknochen hinter dein Ohr, könntest du ein Stück weit spüren oder denken. Genau. Und Stück für Stück könntest du, sofern es leicht ist, dir diesen Weg ein bisschen weiter nach hinten erarbeiten. Aber nur, wenn das für dich leicht geht und du für dich fühlen kannst, wie musst du dich als Ganzes bewegen, sodass das möglich wird. Ja, du wirst fühlen, in dem Moment, wie du beginnst, so ein bisschen weiter nach hinten zu kommen, musst du mit deinem Rücken aus dieser Rundung herauskommen und du musst beginnen, stärker mit deinen Rückenmuskeln zu arbeiten, um deinen Bauch nach vorne zu schieben. Das nächste Mal, wenn du mit einer Schulter in die Nähe des Schulters mit dem Kopf bist, schau, ob du nur dieses kleine Stück über die Schulter ein bisschen weiter hinten und nicht ganz so weit hinten und ein bisschen weiter hinten und nicht ganz so weit hinten, ob du das erarbeiten kannst und wirklich da herauskristallisieren kannst, wie musst du dann dein Becken nach vorn rollen? Wie musst du deine Rückenmuskeln benutzen? Ja, und dann vielleicht auf der anderen Seite so 2-3 Mal nur dieses Stück über die Schulter, ein bisschen weiter hinten und nicht ganz so weit hinten. Schön. Genau. Und wenn du genug hast, leg dich bitte auf den Rücken und mach eine Pause.
Und spüre der Kontakt mit dem Boden, so wie du jetzt wieder auf dem Rücken liegst. Und fühle für dich selber, wie gut hast du das eben für dich gestaltet? Diese feine Strukturen im Hals und im Nacken sind nicht dazu gedacht, um große, grobe Bewegungen zu machen. Ja, sie sind mehr für die Feinausrichtung gedacht. Und wenn wir so den Kopf auf diese pendelnde Weise bewegen wollen, ist es sehr wichtig, dass wir ein gutes Gefühl dafür haben, wie das Becken und diese kräftigen Muskeln in dein Zentrum, wie deinen ganzen Rumpf, dich in der Grobausrichtung so bewegen kann, damit dein Kopf nur noch geführt werden muss obendrauf. Und wenn wir gleich weitermachen, schau, dass du wirklich für dich selber sehr präzise hinfühlst, ob du das auf eine Weise mit dir selbst machst, der dir gut tut. Und suche auch bei diesen Bewegungen stets ein wohliges und angenehmes Gefühl. Komm also über die Seite gerollt, setz dich nochmal hin. Lehn dich auf die Hände hinter dir. Und dann mach ein, zwei Mal wieder dieses Senken des Kopfes nach vorne. Senken und wieder aufrichten. Und dann beginne so zu pendeln in einen Halbkreis über vorne und wirklich zu schauen, alles ist erlaubt, was es dir hilft, diesen Pendeln klarer und angenehmer im ganzen Körper zu machen. Ja, dass die Schulterblätter sich frei bewegen. Alle Rippen deines Brustkorbs nutzt du, um der Form deines Rumpfes zu verändern. Ja, dein Becken geht vor und rück und finde allmählich diese Kurve über die Schulter in die eine und in die andere Richtung. Und mit der Zeit, vielleicht kannst du sogar ein bisschen diesen halben Kreis an der Rückseite von dir erforschen. So eher von der einen Schulter zum anderen über hinten laufend und benutzt dafür kräftig deine Rückenmuskeln, um deutlich dein Becken nach vorn zu rollen, sodass du auf die Sitzbeinhöcke deutlich nach vorne kommst. Erlaub dein Bauch, sich voll nach vorne auszubeulen, so richtig aufzufüllen. Und benutze mehr und mehr dein Schultergürtel, das Abstützen deiner Arme, die Beweglichkeit, dein Schlüsselbein und Schulterblätter, um das für dich gut und angenehm zu gestalten. Schön. Vielleicht könntest du daraus einen ganzen Kreis werden lassen und dir vorstellen, es ist die Schädeldecke deines Kopfes, die diesen Kreis führt. Es ist ein pendelnden, kreisenden, hängenden Kopf. Aber eigentlich ist das eine schlangenartige Bewegung deiner Wirbelsäule und eine Gewichtsverlagerung auf dein Becken und eine Bewegungsfreiheit in deine Schultergürtel, der dir erlaubt, diesen Kreis zu machen. Fühle, wie du die Schultern vor- und rückbewegst, der eine vor, der andere rück, seitlich. Wie sich deine Wirbelsäule, wenn du möglichst eine dreidimensionale Bild von deiner Wirbelsäule auch in dich drin machen kannst. Wie bewegt sie sich in dich drin? Okay, und dann mach deinen Augenblick Pause im Sitzen.
Schön. Und kreuz die Beine andersherum. Stütz dich wieder auf die Hände hinter dir. Und schau nochmal, ob du ganze Kreise gestalten kannst. Schau tatsächlich, dass die Hände nicht so sehr direkt rechts und links neben dir sind, sondern ein bisschen weiter hinten. So, die Hände tragen tatsächlich Gewicht dabei. Und die kannst du zu Hilfe nehmen, um dein Becken vorzudrücken. Genau. Und fahre fort, dich so herumzukreisen. Aber stell dir vor, statt die Schädeldecke wäre es dein rechtes Ohr, die diese Kreise gestaltet. Und verfolge den Weg von deinem rechten Ohr durch den Raum, über deine rechte Schulter. Und dann nach hinten. Und dann gibt es diesen Moment, wo der rechte Ohr zur Zimmerdecke schaut. Mehr oder weniger. Und wie kommt sie von da im Bogen über vorne, sofern du deinen Kopf in diese Richtung gekreist hast? Na, du könntest zwei Kreise in die eine Richtung und zwei in die andere machen und dabei jeweils dein rechtes Ohr in ihren Weg durch den Raum verfolgen. Und fühle, wie sehr die Bewegung als Ganzes sich verändert hat, wenn du an dein rechtes Ohr denkst. Und dann mach zwei Kreise in die eine und zwei in die andere Richtung und denke bitte an dein linkes Ohr. Und dann denke an deine Nase. Ja, was wird anders? Es wird vielleicht vom Gefühl her eine ganz andere Bewegung, wenn es die Nase ist, die kreist. Aha. Zwei Kreise in die eine, zwei in die andere Richtung. Und dann lass es dein Kinn sein, der deine Aufmerksamkeit mit sich nimmt. Kannst du durch deinen Körper hindurch spüren, dass das nicht das Gleiche ist, was du jetzt machst, wie du das koordinierst? Schön. Lass es gut sein, leg dich bitte auf den Rücken und mach eine vollständige Pause. Und während du liegst und dich beobachtest, denke an deinen Atemfluss und schau, ob du in deine Nasenlöcher diesen Atemfluss wahrnehmen kannst, bei der Einatmung, bei der Ausatmung. Du brauchst vielleicht andere Hinweise, wenn du das bei der Einatmung, deine Luft, wie sie einströmt, beobachten willst. Vielleicht merkt man das etwas leichter, weil es einen Temperaturunterschied gibt zwischen deinem Raumluft und deinem Nasenraumluft. Und die Luft, die du ausatmest, hat sich aber an deinen Körpertemperatur angeglichen, sodass du vielleicht eher den Luftstrom auf deine Oberlippe beobachten könntest. Wäre es vorstellbar, diese pendelnde Kreise mit deinem Kopf, die wir ausprobiert haben, so auszuführen, dass du deine Atmung auf diese Weise beobachten könntest dabei? Wie müsstest du den Kreis so gestalten, dass diese Luft
Fluss nicht gestört wird. Roll dich über die Seite, komm hoch und lass uns das ausprobieren. Setz dich also wieder mit gekreuzte Beine, stütz dich auf die Hände irgendwo hinter dir. Beziehungsweise bring deine rechte Zeigefinger oben auf dein Schädeldach. Der linke Hand ist trotzdem auf dem Boden gestützt, irgendwo links von dir, genau. Das heißt, du bist nicht mehr mittig. Rechte Fingerspitze, Zeigefinger ist auf dem Schädeldach. Und jetzt führe dein Schädeldach mit Hilfe dieser Finger kreisförmig herum. Denke, wenn du kannst, an den Luftstrom ein und aus durch deine Nasenlöcher. Und beobachte, in welchen Momenten wird dieser Luftstrom unterbrochen. Schön. Das heißt, vielleicht kreist du ein bisschen langsamer, ein bisschen feinfühliger auf der Suche nach diesen Momenten, wo der Luft dir sagt, hier ist es nicht so optimal. Und genau an dieser Stelle muss ich vielleicht irgendwas rausfinden, was ich anders machen muss mit meinem Schultergürtel oder mit meinem Becken oder mit meiner Wirbelsäule. Tausch bitte die Hände, lehn dich ein bisschen nach rechts und schau, wie es ist auf der anderen Seite. Kannst du es auf eine Weise machen, dass die rechte Hand dich durchgehend unterstützt, dass du nicht dein Gewicht von dieser Hand wegbringst? Ja, genau. Du wirst es noch deutlicher merken vielleicht, wenn du an deinen Ellbogen denkst. Und verfolge den Weg von deinem linken Ellbogen auch im Raum und versuch mit deinem Gewicht derart auf deine rechte Hand gestützt zu bleiben, dass du überwiegend auf deinen rechten Sitzbeinhocker sitzen musst. Vielleicht mal mehr und mal weniger, aber überwiegend sitzt du auf deinen rechten Sitzbeinhocker und dann schau, was hast du da trotzdem für ein Spiel in deine Wirbelsäule, für sich mal hin und mal her zu bewegen. Und dein Schultergürtel mal schief nach rechts und mal schief nach links zu biegen. Tausch die Beine und die Arme. Und lehne dich tatsächlich ein bisschen weiter nach links. Nimm die linke Hand ruhig ein kleines bisschen weiter nach links, sodass du deutlich auf der linke Sitzbeinhocker sitzt. Und dann finde deinen Weg mit Hilfe deiner Atmung. Ja, so dass die linke Hand nicht abhebt zwischendurch. Überprüfe. Genau in dem Moment, wo du es, natürlich könnte man das so gestalten, dass man sie abhebt, aber wenn du wirklich einen Weg suchst, dein Gewicht darauf gestützt zu lassen, musst du vielleicht eine andere Koordination in dir entdecken oder könntest das? Was musst du vielleicht anders tun als bisher, wenn du diese Idee verfolgst? Großartig. Aha. Okay. Und bitte hinlegen und eine Pause machen. Wie liegt dein
ganzen Rücken jetzt im Kontakt mit dem Boden? Gibt es da etwas für dich Auffälliges? Eine Empfindung, die vielleicht neu ist oder nicht so oft vorkommt? Ist die Gewichtung deiner Schulterblätter, dein Becken, dein Brustkorb anders als dir sonst bekannt? Und wie sehr breitet sich deine Atmung jetzt in diesem ganzen Rumpfraum aus? Komm nochmal über die Seite gerollt zum Sitzen. Setz dich wieder im Schneidersitz hin. Lehn dich auf die Hände hinter dir und finde einen Weg, deinen Kopf nach hinten hängen zu lassen, so gut du es für dich kannst. Vielleicht gehst du ein, zweimal hin und zurück und überprüfst, wie gut geht das jetzt. Genau. Roll dein Becken deutlich nach vorne, sodass du eher auf die Sitzbeinhöcke kommst und erlaub deinen Bauch Richtung Schambein herauszuwölben. Fast, das wolltest du es ablegen zwischen die Beine. Genau. Und wenn es geht, bleib für einen Moment in dieser Haltung und schau, ob du tief einatmen könntest, auf eine Weise, dass du deinen ganzen Brustbein anhebst und vom Gefühl her kopfwärts bewegst. Und immer mit der Einatmung suchst du dieses Gefühl im obersten Brustkorb, wie könnte ich mein oberen Brustbeinende irgendwie näher zum Kopf denken. Dabei muss ich vielleicht die Schlüsselbeinknochen auch sich öffnend denken. Erlaube deinen ganzen Brustkorb sich zu weiten und zu heben auf diese Weise. Und fühle, auch hier brauchst du durchaus eine Tätigkeit im unteren Rücken. Fühle, wie du die Muskulatur dort zur Hilfe nehmen musst. Genau, und dann setz dich die Hände im Schoß oder irgendwo bequem für einen Moment. Und dann noch einmal, schau, ob du die Hände hinter dir bringen kannst. Vielleicht möchtest du die Beine tauschen. Und ob es möglich wäre, eine Zeit lang da hinten zu bleiben. Und dieses Einatmen, die Brust füllen und heben. Und in diese Position wäre es möglich, einige Male dein Unterkiefer so vorzuschieben, dass du die untere Zahnreihe vor den oberen bringst. Mach es aber liebevoll und zärtlich, nicht plötzlich. Schiebe es vor und bring die untere Zahnreihe vor der obere und wieder zurück, vor und zurück. Und das nächste Mal, wenn dein Unterkiefer vorgeschoben ist, von dort aus, öffne deinen Mund weit, während du deinen Kopf nach vorne in die hängende Position bringst. Und schau, wie weit kannst du deinen Mund öffnen. Erlaubt deinen Rücken wieder rund zu werden, den Bauch geht nach innen, das Becken rollt nach hinten, die Schulter kommen eher nach vorne, während die Schulterblätter auf deinen Rücken sich weiten. Schön. Und geh nochmal nach hinten. Die Schulterblätter nach hinten bewegen, Becken rollt sich vor, Bauch kommt raus. Bleib ein, zweimal hier, schieb deinen Unterkiefer vor und zurück. Und dann von der vorgeschobenen Position öffnest du den Mund weit, während du deinen Kopf senkst und dich rund machst. Weit den Mund. Wie groß kann der Mund sich öffnen? Schön. Und wieder einen Augenblick Pause.
Ja, okay, genau. Legt euch ruhig hin, macht eine etwas längere Pause. Du roll dich über die Seite, komm nochmal zum Sitzen. Wähle für dich aus, wie herum du die Beine kreuzen möchtest. Lehne dich auf die Hände nach hinten. Und nochmal, lass deinen Kopf weit nach hinten hängen, so gut du das mit deinem ganzen Selbst organisieren kannst. Und dann schau, ob du mit deinem Kopf so nach hinten hängend hier deinen Mund weit öffnen könntest. Und bringe dann deine Zunge raus. Streck deine ganze Zunge weit aus dem Mund heraus und beginne mit deiner Zunge diese Kreise zu gestalten. Das heißt, du machst auch deinen Kopfkreis, deinen pendelnden, hängenden Kopf wandert kreisförmig herum, aber als wolltest du das mit die Zunge anleiten. Deine Zunge leckt also ganz um deinen Lippen herum. Du könntest dir vorstellen, wie so ein von einem Tier so eine lange Zunge, die den ganzen Maul putzen will, die Nasenlöcher putzen will und kann deine Zunge weit in die Länge nach vorne über die Lippen, über den Mundwinkeln, hoch in die Nasenlöcher gedacht. Und mach es sehr feinfühlig, sodass du beobachten kannst, wann ist dein Zungenkreis nicht kongruent mit dem Rest, mit den Kreis, die du mit deinem ganzen Selbst machst. Wo ist die Zunge schneller? Wo überspringt sie? Oder wo überspringst du etwas? Und immer nach 2 oder 3 Bewegungen wechsel deine Kreisrichtung. Aber gib dir Zeit, das ein bisschen zu erarbeiten. Und indem die Zunge besser wird, findest du immer besser heraus, wie du dein Gewicht verlagerst, wie du um diese schwierige Ecke vorbeikommst, wie du die Kurve kriegst. Aha. Fühle, wie du atmest, wie der Bauch geht rein und kommt raus. Schön. Und mach einen kleinen Moment sitzen, Pause im Sitzen. Die Hände zu entlasten. Und dann, wenn du magst, tausch die Beine, stütz dich auf die Hände und versuch diese Zungenkreise mit dem pendelnden Kopfkreise nochmal zu kombinieren. Und immer nach 2 oder 3 Umdrehungen kannst du die Richtung wechseln. Schön. Schau, ob du das sogar richtig genussvoll machen kannst. Vielleicht hast du gerade einen leckeren Eis gegessen und schleckst die ganzen Reste genussvoll.
und kann dieses Genießen im ganzen Körper spürbar sein, sodass du merkst, das tut dir gut, was du da machst, wie du dich bewegst, wie wohlig, wie schlangenhaft, wie geschmeidig kannst du da um die Kurve kommen. Okay, schön. Und bitte auf dem Rücken legen. Spür einmal durch die ganze Länge von dir, wie ist jetzt der ganze Kontakt mit deiner Körperrückseite? Eher flächig, eher punktuell, wie ist es aufgeteilt? Bemerke deine Atmung. Und dann rolle deinen Kopf langsam nach rechts und links, ähnlich wie am Anfang. Vielleicht bemerkst du, ist es ähnlich wie am Anfang oder fühlt sich das jetzt anders an? Ist der Kopf irgendwie anders mit dir verbunden? Und während du deinen Kopf nach rechts rollst, könntest du ganz bewusst deine Augen mitführen. Lass sie bitte geschlossen, aber schau langsam nach rechts und erlaube die Augen noch weiter nach rechts zu schauen, als der Kopf selbst rollt. Und entsprechend, wenn du zurückkommst und durch die Mitte nach links rollst, führe die Augen in einen großen Bogen nach links und auch hier die Augen schauen noch weiter als der Kopf, fast als wolltest du dein eigenes linkes Ohr anschauen oder der Boden links von dir. Und kann die Rollbewegung deiner Augen genauso geschmeidig sein wie der Rollbewegung deines Kopfes? Während du weiter damit machst, deinen Kopf rollen und deine Augen in einen noch größeren Bogen mitführen, erinnere dich an diese Idee von dem Luftfluss, die durch deine Nasenlöcher ein- und wieder ausgeströmt ist. Und kannst du die vielleicht auch noch beachten? Wenn diese Luftfluss ein und aus ungestört wird von dem, was du da tust, hast du einen guten Hinweis auf die Qualität deiner Bewegung. Und fahre fort, deinen Kopf zu rollen. Schau, ob es möglich wäre, deine Augen in die entgegengesetzte Richtung zu deinem Kopf zu bewegen. Sehr langsam, sehr fließend. Und nutze auch hier die Beobachtung von der ungestörten Atemfluss in deine Nasenlöcher als Hilfsmittel, um zu fühlen, an welche Stellen müsstest du vielleicht ein bisschen langsamer gehen oder genauer hinfühlen, damit du rausfindest, was an der Stelle vielleicht noch zu entdecken ist. Schön. Und dann erlaub die Augen wieder gemeinsam mit dem Kopf in die gleiche Richtung zu schauen. Und dann hört auf damit. Roll dich über die Seite, komm ein letztes Mal zum Sitzen. Du
Genau, im Schneidersitz, lehn dich auf die Hände hinter dir. Lass deinen Kopf nach vorne hängen und mach ungefähr 5 pendelnde, runde Kreise in die eine Richtung und 5 in die andere. Und schau, wie gut geht das jetzt? Wie viel hebst du die Brust? Wie weit kannst du deinen Bauch nach vorne ausstrecken? Wie beweglich ist deine Wirbelsäule? Ungefähr 5-mal in jede Richtung. Genau, wie deutlich kannst du dein Gewicht verlagern von einer Pobacke zum anderen? Vielleicht merkst du, dass die Knie ein bisschen mehr reagieren. Vielleicht nicht. Aha, wenn du magst, tausch die Beine. Schau, macht das einen Unterschied? Ja. Wie weit kann der Kopf nach hinten im Laufe dieses Kreises? Ist das ein Moment, den du aussparst oder die inzwischen etwas besser geht? Okay. Und dann hört auf mit dem Kreisen. Die Hände im Schoß, bleib für einen Augenblick sitzen und fühle, wie sitzt dein Kopf jetzt? Wie balanciert es auf deine Wirbelsäule? Wohin blickst du? Hast du vielleicht ein Gefühl von einem Horizont, auf dem du schauen kannst? Und wie bequem ist es zu sitzen? Also einige von euch hatten am Anfang der Stunde das nicht so leicht mit dem Schneidersitz, den öffnen die Knie. Überprüfe, wie gut können die Beine, die Hüftgelenke, das Becken sich jetzt im Sitzen zurechtfinden. Und ich glaube, wir sitzen gerade in die ungewohnte Sitzweise. Vielleicht willst du noch einmal zurücktauschen. Und dann komm zum Stehen und überprüfe auch im Stehen. Was hast du im Laufe dieser Stunde für dich entdeckt? Wie richtest du dich über deine Fußsohlen aus? Wie findest du deine Balance? Genau, du kannst ein bisschen dich wenden, dich im Raum umschauen, umhergehen.